hier ist das Messgerät, 0,9 Volt lesen wir hier ab. Die entstehen dadurch, diese 0,9 Volt, dass ich über diesen Schlauch hier, über diesen hier, Wasserstoff über meine Waschflasche und meinen selbstgebauten ganz einfachen Wasserstoffgenerator rausgebe. Das funktioniert also. Sauerstoff braucht das Ding natürlich auch, das ist auf der anderen Seite dran, aber da steht im Experimentierkasten, das geht zur Not um mit den paar Prozent Sauerstoff, die wir in der Atemluft drin haben. Deswegen habe ich da nicht noch Sauerstoff auf der anderen Seite angeschlossen. Würde natürlich auch gehen, werde ich möglicherweise demnächst mal machen. Ja, interessante Sache, würde ich sagen. Kosmos, Brennstoffzelle mit einem selbstgebauten einfachen Gasentwickler. Die Waschflasche finde ich hier persönlich wichtig, denn ich habe das Ganze auch schon mal ohne Waschflasche probieren, dabei eine Brennstoffzelle zerstört. Die muss dann chemisch verklebt sein, weil die dann, wenn ich das Gas hier direkt anschließe, ohne das vorher zu waschen, offenbar Säurereste rüberlässt, beziehungsweise war das beim Sauerstoffgenerator vielleicht sogar noch Kalium-Permanganat, was dann rübergekommen ist, hatte ich dann das Kalium-Permanganat entwickelt, den Sauerstoff, in dem ich das erhitzt habe. Da hat es die verklebt, das ist inzwischen eine neue, die ich mir gekauft habe. Aber wie man sieht, das funktioniert. 0,9 Volt,